Kiel. Oh, ist das geil. Um Ich will dort hier in mal die hingehen. Schule zu gehen und kommt in 4 Wochen wieder, oder wie ging das? Jo. Ja, ich glaub, jede Woche nach Hause fahren ist einfach zu teuer. Aber wieso arbeitet er denn so weit weg? Oder wieso macht er die Schule so weit weg, besser gesagt? Ja, je nachdem. Teilweise haben wir hier Sachen. Aber wenn du irgendwie studierst oder sowas und das geht in eine gewisse Fachrichtung. Das kannst du in den gewissen Bundesländern oder in gewissen Städten oder Das sowas. kannst du halt in gewissen Schulen machen dann. Ja, Dann hat die eine Lübeck ist Schule zum das nicht, aber die Beispiel. andere. Lübeck ist zum Beispiel so eine Hochburg für Universitäten in Fachrichtungen Technik und sowas. Ja, genau. Ja, Und und dann hast du Hamburg halt ist andere eher so Ecken. Richtung Akademie, also hier Richtung Ja. Lehrer und sowas. Ja, da hast du halt unterschiedlich überall. Theologie und sowas. Ja, deswegen musst du halt teilweise auch mal weit fahren. Deswegen gibt Ha? es auch BDL oder Jan, wie heißt das eine Studiumsding? BWL. BWL. Ja, was ist BWL? damit? Hast du den Ja, Papier das kannst du ja wahrscheinlich? auch hier in Deutschland nicht so gut Wann hast machen. du gefahren? Deswegen fahren die BWL? meisten halt an die Grenze nach zu Niederlande. BWL kannst du in ganz Deutschland fast überall machen, oder? Ja, aber Kannst du Brammen schon, zum aber Beispiel hat das ja auch in den halt nicht Niederlanden so, gemacht. so an der Grenze Richtung Niederlande. Da kannst du halt Nee, die das. machen deswegen was anderes. Aber in der Folge. Nee, das nicht. Ich kenne genug davon. Glaub mir. Du kannst da unten hast du da so den Stand am besten. Ich kenne dich doch. Vom Schulischen her Aber. auch. Von den vom Stoff und das alles ist halt alles da unten besser. Deswegen kannst du Musst du das einfach halt nur gut so Holz in hacken Richtung und die anderen Niederlande machen, so an der achten Grenze da an der Ecke und so. sich. Erlangen hat auch vieles, aber in welche Fachrichtungen die gehen, keine Ahnung. Ich sag ja, das ist halt bei uns so übel verstreut. Weil wenn man überlegt, Koblenz beispielsweise in Rheinland-Pfalz ist Koblenz einfach so die Handwerkerhochburg. Ja, da Bei uns kannst du ist halt das alles. tatsächlich Lübeck. Und kannst du halt Richtung Handwerk, kannst du in Koblenz alles machen. Ja, das ist halt einfach übel. Ja, zum Glück mache ich kein Handwerk mehr. Was warst du vorhin? Auch Elektriker, oder? Ja, ich? Ja. Nein, Dachdecker. Oh je. Dachdecke. Dachdecke. Mache ich aber nicht mehr und deswegen, ich bin Metaller, ich darf Witze über Jan machen. Weil er Elektriker ist. Ich darf Ich denke, genauso Witze Metaller über sind Jan machen, ey, mein Gott. Ihr dürft beide keine Witze über Jan Alter, machen. du bist Elektriker, du bist der unbeliebteste auf dem ganzen Bau. Ja, unbeliebtest auf dem ganzen Bau ist der Maler, ja? Ja, das ist richtig. Oder der Gips, je nachdem. Der Trockenbauer. Ne, der Trockenbauer ist in Ordnung. Trockenbau ist ganz cool, ja. Dann warum ist Wir der sind immer Maler voll denn gechillt. Trockenbauer? Weißt Weil du, der Maler am normalerweise, wenn meisten die die Geld Wände bekommt und am abschlacken und sowas wenigsten soll. arbeitet. Wenn die die Und Wände immer abschlacken, im sollen die Weg eigentlich steht. immer Mundschutz tragen. Hä? Ja, das sind die Was? einzigen, die die Fluppe im Maul haben und dann die ganze Zeit so dran sind und ja, das habe ich am Wochenende gemacht und da Ja, ist ne, die alles einfach nur Maurer. verstaubt. Die Maurer haben immer eine Fluppe in der Hand. Oder Ja, wen meintest du jetzt? die sowieso, ne, Trockenbau. Also, ja. Ja, wenn die da die Wände abschleifen. Weißt du, normalerweise soll man da ja einen Mundschutz tragen. Das sind diejenigen, die die Zigger oder sowas im Maul haben. Am schlimmsten sind aber auch die Klempner. Wir hatten letztens einen Bau, Klempner, alles hier, na, Uetern, ne? Und die sind da am, mit einer großen Flex, ja, sind die ihre Leitung da am Einschlitzen in die Wand, ja. Alter, die haben da 2 Minuten dran gearbeitet, ohne Mundschutz, und du hast den ganzen Raum nicht mehr gesehen. Du hast das Gefühl, du rennst in Nebel rein. Wir standen drei Räume weiter. Das war so ein Mehrparteienhaus. Wir waren in einer anderen Wohnung. Wir haben uns nachher entschieden, einfach mal eine Atemmaske aufzusetzen, also so einen Mundschutz, damit wir keine Staublunge bekommen. Und wir waren eine Wohnung weiter daneben, Alter. Die Ja. Leute kommen dann da so raus. Wieso tragt denn ihr einen Mundschutz? Ihr seid doch hier nur am Gipsen. Wir gucken ihn an, er kommt ohne Mundschutz aus diesem Nebel da raus. Und denken uns so, was ist mit den Typen los? Ja, gut, am Bau ist halt immer geil. Weißt du, die Polen sind ja immer noch am besten. Ja. Jeden Tag ist Klempner, ein da, anderer da, da. die, 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 die Klempner, Alter, waren sowieso die geilste Mischung, Alter. Der Chef,
ist ein Russe. Der Typ, da waren zwei Klempner, der eine war Pole und der andere war Türke. Jojo, er stickt gerade. Ja, wie war das? Wir klauen unsere Jobs. Nee, das ist einfach total geil. Ey, das habe ich so oft mitbekommen beim Dachdecker oder so, ne? Da kommst du da auch hin, weißt du, dann hast du da wie viele Polen auf der Baustelle rumrennen, am nächsten Tag hast du einfach komplett neue da. Ja. So als wären die am Tag irgendwie vorher verstorben und dann werden die in die Wand mit eingemauert oder sowas, keine Ahnung, ey. Ja, mein Kollege, der ist Abriss- und Betontrenntechniker. Ich hab aber auch ein bisschen Angst vor der... Da musst du schon studiert haben, um den scheiß Beruf überhaupt aussprechen zu können, ja. Pass auf. Was für ein Techniker? Abriss- und Betontrenntechniker. So. Das ist was? Auf Abriss. Gut Deutsch. Abriss. Ein Abriss. Wow. So, und er hat sich halt auf Schadstoffsanierung spezialisiert. Also so Asbest und so ein Scheiß. Genau. So, und ich will mal kurz die haben in ihrer Firma haben die einen Polen, der hat Lungenkrebs im Endstadium. Ja, hast du meine Position verraten, Pisser? Hä? Ich bin mit Tiffy und Phil in einer Gruppe und du hörst alles, was ich sage. Ja, aber ich war eben pinkeln. Und Alex meint, ich habe während des Pinkelns ein Signal von mir gegeben. Wo war denn eigentlich das Signal? So, und dann, soll man ja Gasmasken tragen und Atemschutz und... Ich habe jetzt die Hälfte nicht verstanden, Tiffy, ohne Spaß. Du hast irgendwie das gemutet. Oben rechts in der Ecke. Ach, Schnauze! Mann! Der Pole, der hat Krebs im Endstadium. Also Lungenkrebs und noch irgendeins. Ja. Vom Asbest. Nein. Das kommt bei ihm vom Rauchen. Also. Der raucht 8 Schachteln Bigbox am Tag. Achso. Was? 8 Schachteln? Was? Bigbox, also 28 Stück in einer Schachtel. Alter. Raucht der am Tag. Ja, kann man mal machen. Ne? Ja, ohne Spaß, ey. So, und da der Lungenkrebs und so hat, mussten ihn in den Schwarzbereich. Was macht er? Geht einfach so rein. Und alle, ey! Er dreht sich um. Ey, ich hab schon Lungenkrebs im Endstadium, als wenn mich das jetzt noch, mir noch Krebs verursachen würde. Und alle haben geiern. Und der arbeitet ja auch wie ein Blöder, ne? Als wenn der wirklich 20 Jahre wäre und topfit, gesund. Der rennt da durch den Asbestnebel, das ist ihm scheißegal. Weißt du, und du hängst dann da schon dran, eine halbe Stunde drin. Gar nicht so weit hinter dir. Dir geht schon die Luft aus, wenn du dann eine halbe Stunde am Malochen bist. Mhm. Weil du halt wirklich diese scheiß Atem, Sauerstoffmasken und alles tragen musst. Ey, das ist so... Scheiße, es ist so brüllend warm da drin. Ja, ich kann mir das vorstellen. Du musst ja auch alles. Stell dir mal du vor, musst du ja auch isst alles auch noch in einen eine Abend Folie. Vorher. Ja, aber stell dir vor, du isst am Abend vorher was Scharfes. Ja, musst dann auch noch blähen. Ey, das kann nirgendwo hin. Das geht einfach nach oben in die Maske. Und krieg das mal raus. Oh, Leute, ich muss mal eben kurz die Maske wechseln. Mein Kollege geht durch die Dreikammerschleuse, ne? Weil. Mussten wir ja durch, ne? Ja. In der ersten Kammer ziehst du die Klamotten aus, packst sie in den Sack. In der zweiten Kammer duschst du dich, in der dritten Kammer ziehst du dich normal wieder an. So. Und er, halt mitten in diesem Übergang von der ersten zur zweiten Kammer, ne? Lässt er voll einziehen. Und macht hinter sich die Tür zu, weil es kann man immer nur einzeln rein. Ja, das ist wie wenn, Dann sitzen drei Leute theoretisch in dem einen ersten Raum. Ja, und wollen die Maske und alles nicht abziehen, weil er ja voll einen ziehen hat lassen. Ich will jetzt meine Maske nicht absetzen, ich will nicht. Wir werden alle Ey, ohne Scheiß, wenn der einen ziehen lässt, dann denkst du, Hitler ist wieder da und lässt wieder die Gaskammern auf.
Hauke? Ja? Kriegt man dafür eigentlich Ressourcen wieder, wenn du Häuser kaputt machst? Ja, ich meine nur. Weiß nicht, wenn ich das... Kommt drauf an, wenn du das Haus noch nicht mal angefangen hast zu bauen und das dann wegreißt, dann kriegst du die Ressourcen dafür wieder. Aber so wie es jetzt war, nicht. Wenn der Bau angefangen ist oder das Haus schon steht oder die Sache. Das ist aber auch eine Logik, weißt du, wenn der Bau angefangen hat. So, jetzt haben wir da die ganzen Materialien da schon hingebracht, ja. Jetzt werden die auch nicht wieder zurückgeschafft. Die bleiben einfach da. Es regnet kleine weiße Frauen. Meine Gebete wurden hören. Wir sollten besser eine Fliege machen. Ich habe gebetet für einen Cadillac. Ja, geil. Ich habe 506 Einheiten. Alter. Ich glaube, das müsste der zweite Teil von. Nee, Bevölkerungslimit ist 5. Ich habe 506. Das ist Norbit, genau. Was ich gerade angucke. Was wir mit dem Onager am Platz schaffen, weißt du doch. Hauke, achte mal auf deine Mühlen. Kein Ding, Hauke. Kein Ding. Hauke, er soll in der unteren rechten Ecke aufpassen. Ich soll dir von Tiffy sagen, Hauke, du sollst in der unteren rechten Ecke aufpassen. Woher weißt du das, Tiffy? Denn es ist weibliche Intuition. Er sagt, das ist weibliche Intuition. Er sagt, er hört auf deine weibliche Intuition. Aber Hauke macht trotzdem in der oberen rechten, in der oberen linken Ecke weiter. Bin mal kurz ein bisschen auf kein Video gucken. Oh. Was ist jetzt los, Jojo? Ich bin mal kurz AFK Video gucken. Und dann, meine Mutter müsste jetzt gleich aufkommen, die hat mir geschrieben. Okay, dann mach ich auch keins mehr. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange das dauert, dann willst du nur nach Hause, Jan. Demnächst gleich. Ja, ich glaube, dann wird das nichts mehr. Nee. Aber ab Mittwoch dürfte das ja dann wieder klappen. Kommt drauf an, nee, wie schnell nicht. Phil die Sachen schickt. Nee, falsch. Können frühestens am Freitag wieder spielen. Ja, ich muss ja dann halt auch noch ein paar Sachen. Obwohl muss ich gar nicht. Ich kann eigentlich den kompletten PC leer lassen und nur mit meiner externen Festplatte spielen. Ja, so oder so, keine Ahnung. Nee, mein Problem ist einfach, ich hab Mittagsschicht. Okay. Ich glaube nicht, dass du abends um 11 dann noch online bist. Nee, nicht mehr. Um mit mir zu spielen. Ja? Und ich glaube, dass du vor 2 Uhr auch nicht online bist. Ha? Und ich glaube auch nicht, dass du morgens um 10 Uhr online bist. Ja, ist doch. Ja. Na gut, dann. Dann bis Freitag, ne? Jo. Ist Phil eigentlich noch hier? Ja, ja. Achso. Ich bin erstmal im AFK, wenn ich gleich wieder da bin, du bist noch da, komm ich wieder rein. Ja. Sonst. Aber ich gehe, glaube ich, auch in den AFK und guck mir noch ein paar Videos an. Ja, und das habe ich jetzt gerade auch so als Ziel, mal gerade ein paar Videos gucken. Ja. Na gut. Eventuell bis gleich, wenn nicht, dann bis Freitag. Jo. User left your channel.
Gut, ich gehe dann auch an den AFK, ne? Ja, ne, bleib, laber doch noch ein bisschen mit mir. Ja, aber ich wollte jetzt auch Videos gucken. Na gut, dann guck halt Videos. Kann die halt nachher nur wieder auf meinem blöden Handy-Display gucken. Da kriegst du Augenkrebs bei, wenn du das so klein hast. Jawohl. Und mein Handy ist groß genug für Filme und so. Was hast du denn für ein Handy? S6 Edge. Okay, ja gut, das ist ein bisschen größer als das iPhone 5. Man holt sich ja auch kein iPhone. Ja, natürlich holt man sich ein iPhone. Nee. Doch. Ist nur ein schlechter Einweghammer. Lächerlich. Kameraqualität ist scheiße. Ich will damit ja auch nichts fotografieren. Ach, der Display ist doof. Hallo, zum Zocken eignen sich die Dinger auch nicht. Ach doch, das geht schon. Alter, das ist nicht Aurora. Naja, ich bin dann erstmal weg. Jojo. Viel Spaß. Du kannst ja noch mit Tiffy reden. Ah, Tiffy ist noch da, ja gut, dann quatsch ich mit Tiffy. Tiffy redet die ganze Zeit. Ah, Tiffy ist ja noch da. Ja, ich muss mich gar konzentrieren. Ich spiele gerade Chin gegen Nemesis Fortune, Bard, Botlane. Ja, das ist aber unangenehm. Korean Build bei der MF oder? Nee. Infinity Edge. Okay. Ja, dann geht's ja noch gerade. Also, sie hat einen BF. Ich weiß nicht, ob es Infinity Edge geht oder nicht. Aber ich werde mit Chin auf jeden Fall nicht den Korean Build, also den Ghostblade Build gehen, weil ich einfach den Late Game Build viel besser finde auf Chin. Ja, bei Chin auf jeden Fall. Das ist ja auch eher. Weil mein ADC Main Kumpel hat mich da schon gefragt, so, ob ich nicht auf Ghostblade gehe. Ich sage, nee, ich gehe Infinity Edge. Ich finde einfach den Late Game Build von Chin 10.000 Mal besser. Kommt halt drauf an, wie gut dein Early Game läuft. Ne? Ich stehe 3-1. Ja, dann würde ich auch auf den Late Game Build gehen. 3-1-2, 99 Farm nach 15 Minuten. Hab jetzt mein Infetch fertig. Hm. Na ja, gut, du machst das schon. Naja. Vielleicht bis nachher nochmal. Jojo. Ich kann ja noch versuchen, auf meinem Ausweich-Laptop, der so alt ist wie ich. TS drauf installieren kann. TS ist drauf und es passt nichts mehr anderes. Ja, ich hab letztens auf dem PC Videos versucht zu gucken, ja. Also 320p schafft der gerade mal flüssig. Ja, läuft. Und danach kannst du dann aber auch nichts anderes mehr machen. Der hat nur 2 GB RAM. Und 1,3 braucht er schon für YouTube. Wie wär's mit einer TVD einschmeißen? Ja, das darüber könnte man sich Gedanken machen, aber ich hab halt nicht so viele gute und alle die kenne ich alle schon. Naja. Dann bis nachher. Vielleicht. Jo. User left your channel. So Tiffy, erzähl mal, wie läuft's so? Ja, ganz gut, ne? Ah. Oh, Blue Buff, nice. Und wie war das Motorradfahren? Ach, das war mega geil, wieder mal so richtig, richtig lange. Was bist du für eine Maschine gefahren? Ne, 700er Honda. Oh, geil. Nein, er resettet sich. So eine Hure. Ah, ich habe heute Morgen richtig geilen Orangensaft gekriegt. Von meiner Mutter. Okay. Ja, meine Mutter, die trinkt jeden Sonntag, da die dann nur sonntags Kohlenhydrate zu sich nehmen darf, und die jeden Sonntag Multivitaminsaft und ich mag den nicht.
Und die hat extra für mich eine Grapefruit und eine Orange gepresst. Frisch. Saugeil. Okay. Ja, warum nicht, ey? Ja, weil sie meint halt, ich nehme zu wenig Vitamine zu mir. Tust du zu wenig Vitamine nehmen oder nicht? Ich esse so gut wie keine Vitamine. Na gut, dann Also wenn es nach mir geht, besteht meine Hauptnahrungsquelle aus Kohlenhydraten und Fleisch. Und meine Mutter hätte halt gerne, dass ich mehr Obst und Gemüse esse. Boah, ich hab schon wieder 2600 Gold, ey. Boah. Und hab aber schon Infinity Edge. Und eben. Die Miss Fortune Bard Botlane habe ich irgendwie ziemlich gut überlebt. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe mehr Probleme. Ich muss ehrlich sagen, das Motorrad war auch ziemlich anstrengend. Also, es ist mega geil, aber ja, irgendwann hast du halt Finger, die einschlafen oder keine Ahnung. Ja, klar. Aber das ist die beste 10 in der ganzen Film. Fuck, jetzt bin ich tot. Kennst du Norbert? Norbert? Ist das nicht der Schwarze mit den riesigen Brillengläsern? Ja, wo dann, ich glaube, er nochmal in einer anderen Rolle so eine schwarze Frau spielt, die voll eifersüchtig ist. Ach so, ja. Meinst du mit Respucia? Ja, genau. Ja, kenne ich, warum? Im Wasserpark war, ne? Ach. Ja gut, ne? Ich bin jetzt mit 4600 Gold weggegangen. Ich stehe 628. Auf einem ADC und ich spiele ADC ist meine letzte Rolle. Dafür bin ich in Farm, 138 Farm, ja. Für das nicht gerade so prickeln. Ja gut, ne, aber wenn man halt die Kills. Aber ich habe halt 360 AD, ne? Ich wollte sagen, wenn man durch die Kills ausgleichen kann, ist es ja nicht so schlimm, dass man nicht ganz so gut farmen kann. Alter.
Kommt der Harem ist Fortune. Er will unbedingt den Panther haben. Ahaha, no Panther. Oh. Alter, ich hab 428 AD, Alter. Ich brauch unbedingt eine QSS. Nach dem Blattdörste hol ich mir eine QSS. Quecksilber-Chef oder? Ja, ja. Die haben einen Bart, die haben einen Elisandra. Ich brauch das, sonst. Ich stehe 6-3-10. Ich bin jetzt zweimal gestorben. Mittlerweile. Das ist ziemlich unlustig. Vor allem, Jin ist mega unmobil. Ich verstehe nicht, wie manche so Probleme haben können, den zu spielen. Das ist eigentlich voll simpel. Mit also, ja. Ja, er ist sehr komplex. Findest du? Ich ja. finde das mega einfach. Nein, ich muss dazu sagen, ich finde auch Lee Sin. Ja gut, Lee Sin ist schwierig. Na, also, ich habe ihn jetzt bis jetzt nur, ich glaube, zweimal oder so gespielt. Und davon einmal im Botgame, ich lasse einfach die Finger davon, weil ich keine Ahnung habe, wie ich mit ihm umzugehen habe. Ja, ja. Wieso suiciden die jetzt, ey? Mangels Intelligenz.
Du, Phil, ich komm gleich nochmal wieder. Ich muss nö, eben mach. Auf meinen TS. UGM. User disconnected from your channel. Easy. User joined your channel. Jo, da bin ich wieder. Moin.